In the first activity, you have to make up your mind whether the preposition-verb combination indicates a location or a direction, and choose the correct article ending according to the mantra movement, accusative, location, dative. So if we say, Ich bin Zimmer. In. You respond with, Ich bin im Zimmer. We've given you the gender of the nouns. We're being really nice here. But you have to remember the contracted forms of the article and preposition. In dem becomes im. In das becomes ins. This is the slow version, so you have time to think. Let's start then. Ich bin Zimmer. In. Ich bin im Zimmer. Ich bin Stadt. In. Ich bin in der Stadt. Ich gehe Haus. In. Ich gehe ins Haus. Die Bücher liegen Tisch. Auf. Die Bücher liegen auf dem Tisch. Sie stellt die Vase Tisch auf. Sie stellt die Vase auf den Tisch. Er legt die Zeitung Bücher hinter. Er legt die Zeitung hinter die Bücher. Ich glaube, sie ist Haus. Hinter. Ich glaube, sie ist hinter dem Haus. Die Zwerge wohnen sieben Bergen. Hinter. Die Zwerge wohnen hinter den sieben Bergen.